Hallöse und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Beyond Two Souls und wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar mussten wir der Polizei entfliehen, die dabei war, uns zu suchen. Ja, ich weiß. Gut. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Ja, ich weiß schon, Keanu. Das hab ich gerade erlebt vor ein paar Minuten. Oder im letzten Part. Auf besseres Wetter. Na komm hoch. Siehst du dir dann halt nochmal auf YouTube an, Brody? Das, was du nicht richtig sehen konntest. Oh, damit. Da sollten wir besser nicht lang. Blödes Kackmistvieh. Herr Chaos, die armen Hunde, aber mal ganz ehrlich, würdest du dich lieber zu Tode zerfleischen wollen, lassen wollen? Ich glaube, du würdest dann auch so reagieren. Also ich würde es. Wir brauchen mehr Licht hier drüben. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, ich bin ein tierlieber Mensch, aber trotzdem möchte ich nicht unbedingt zu Tode gebissen werden. Die müssten sie eigentlich trotzdem erkennen mit der Taschenlampe, wenn sie sie mal strahlen würden. Ich wollte die ganze Zeit anschalten sagen. Scheiße, sie ist uns entwischt. Travis, wir brauchen die gottverdammten Hunde sofort. Thank you.
Ja, Jody. Mach schon einen. Gott verdammter Regen. Sieht nicht aus, als ob es jemals wieder aufhört. Mein Motorrad. Das ist perfekt. Kann ich hier irgendwie was da drüben? Aha. Scheiße, Mike! Bist du verrückt? Bist du bescheuert? Die verdammte Knarre weg! Los! Hey! Was machst du denn verflucht? Okay, Mike! Und weg. Ach nee, ey. Bleib mir weg. Ich hab doch keine 4 Sterne. Ha. Die Position. Keine Chance. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Es geht los. Ja, oh Mann. Das in GTA möglich wäre, sich so ein Schutzschild zu holen und dann so durchzubrausen mit einem Motorrad, das wäre saugeil. Sind umstellt. Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben? Dann sollen Sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Komm nicht zum Hubschraub-Schraub. Okay, gut. Dann orientieren wir uns mal um. Was können wir denn alles machen? Können wir irgendjemanden übernehmen? Wer kann... BOOM!
machen. Und wir... Ich sagte, wir können... Boom machen. Kann ich dich irgendwie? Nein, kann ich nicht. Sie töten mich, Aiden. Du musst sie aufhalten. Was geht da ab? Das willst du gar nicht erst wissen, was da abgeht. Es ist vorbei, Agent Holmes. Zeit zum Aufgeben. Der ist hinüber. Sonst noch irgendjemand? Ihr wollt anscheinend genauso wie er da. Double KO. Machen einfach mal Dinge hier. Dinge hier und Dinge da. Ja, ja, ja. Hahaha. Ha, ha. Da. Die stehen noch. Die kann ich irgendwie nicht umschmeißen oder anderes kaputtieren. Was? Aiden, sie kommen! Du musst sie mir vom Leib halten! Ja, 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 ja! Die Tür! Ich muss nicht rein! Mach die Tür auf! Schnell, du musst sie ablenken. Spreng die Autos. Und lieber den Helikopter da oben sprengen. Sie kommen nur näher. Du musst mir helfen. Frag mich, wer in der Nacht dort alles in Ruhe schlafen konnte. So sieht es übrigens jedes Mal aus, wenn ich mit Chaos GTA spiele. Das reizte Chaos. Jordi, du könntest ihn jetzt noch teabaggen. Ich glaube, sie haben es kapiert. Das war ja Action. Pur. War was los? Gejagt. Was haben wir denn so gemacht? Wir sind im Zug entkommen, wir sind im Wald gekommen, wir haben die Stadt verwüstet, mit dem Motorrad entkommen, das Zugdach erreicht von der Toilette. Ein Schneemann.
Das ist jetzt so ein Kapitel, was mir stärker im Gedächtnis geblieben ist. Denn sie ist jetzt nun tatsächlich das, wonach es aussieht, und zwar obdachlos. Ich will mir in Ernst nicht vorstellen, wie das wohl sein muss. Obdachlos zu sein. Och, Rhodey, erwähnt bitte nicht die Folge, ey. Tu's bitte nicht. Aber schön, dass du dir den Anime mittlerweile ansiehst. Hallo? Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Man sieht aber richtig, wie kaputt sie mittlerweile ist. Alter! Kapierst du nicht, dass da was los ist? Da liegt jemand. Oh fuck. Nein! Komm schon. Trink. Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Das weiß ich nicht, Janino. Und ja, die meisten Folgen erkenne ich am Titel. Ist gut gegen die Kälte. Ich hab's so häufig geguckt. Vorsicht, heiß. Und die Folge war schon etwas. Wie lange bist du schon auf der Straße? Wow. Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehe. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht.
Eltern? Durchgeknallter Freund, sowas? Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt das schon. Kannst du irgendwo hin? Nicht wirklich, nein. Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden. Ich will ihn nicht sehen, jedenfalls nicht so. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber... wir können gerne alles teilen. Danke. Aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht haben, haben Obdachlose halt häufig ein etwas wärmeres Herz als andere Menschen. Also sich in gewisse Dinge besser hineinversetzen können. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber er ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thursday, sie ist schwanger. Armes Ding. Zu einer Situation schwanger? Oh Gott. Warum hast du mich mitgenommen? Nicht. Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Danke, Stan. Ja. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Alles klar, Nino. Erkundigen wir uns erstmal nach ihr. Hi. Hi. Anstatt mit ihr zu reden, wärmen wir uns erstmal am Feuer. Ja, nee, ist klar. Ich will mich nicht am Feuer wärmen, ich will mit dir reden. Umdrehen? Kann ich? Ja, kann ich. Konnte sie nur ansehen. Okay, ich kann nicht mit ihr reden. Nee, ich kann tatsächlich nicht mit ihr reden. Na gut. Dann belassen wir es mal bei einem freundlichen Hi. So, dann gehen wir mal zu ihm. Was macht er da? Ruft, wie scharf seine Klinge ist. Nein, das war eine Spritze. Okay, gut. Lassen wir ihn mal. Mädel, du bist zurück von den Toten? Halleluja! Preise den Herrn! Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady! Wie hat er Spaß? Kann ich überlassen. Was ist das denn? Okay. Ein Spiegel.
Wir haben auch schon mal besser ausgesehen. Er ist mittlerweile tot, okay. Wir werden werben uns einfach bei jedem Feuer, das wir sehen. Auch gut. Ansonsten ist jetzt hier nicht so viel zu tun. Ich habe die Ergebnisse der Tests, Dan. Was für Tests? Da war aber noch ein Punkt. Glaube ich zumindest. Ah ne, das war der Knauf von der Schublade. Okay. Ich will jetzt nochmal zu ihr gehen. Mal gucken, ob ich jetzt vielleicht mit ihr reden kann. Nein, kann ich nicht. Du sollst dich doch nicht immer bei anderen Leuten aufwärmen, Jody. Weiß, das ist schön und so am Feuer. Das ist schön warm. Na gut, dann, was haben wir denn da? Ein Messer. Oh Gott, Jody, nein. Jody? So schwach bist du noch nicht, dass du das machen musst. So schwach bist du nicht, nein. Kommen wir raus. Da ist unser Vorrat schon leer. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen was besorgen. Willst du sehen, wie alles bei uns hier so läuft? Ja, ich komme mit. Doch, Rowdy, genau das wollte sie. Wollte sich gerade die Pulsadern aufschneiden anscheinend. Oder wenn nicht das, zumindest wollte sie sich ritzen. Damals, als ich noch zur Schule ging, kannte ich ein paar Leute, die das gemacht haben. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Helfen konnte ich nicht wirklich. Du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Nur das ist nicht so einfach. Wie lange braucht man für 5 Dollar? Tja, weiß nicht. Das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden? Oder eine Woche? Hey, Stan. Das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Man möchte den Leuten zwar auch gerne Geld geben, aber mittlerweile heutzutage hat man ja auch sehr häufig schwarze Schafe, denen es dann voll gut geht. Ihr versteht, wie ich das meine. Und dann einfach nur so tun, als ob. Oh Mann.
hier viel, was wir erreichen können, ist leider nicht. Ach, verzieh dich. Aber bestimmt nicht. Bestimmt nicht auf deine Art, Dreckiger. Haben wir hier hinten vielleicht noch irgendwas Interessantes? Aber das sieht wie ein kleiner Hasenkäfig aus. Oder so ein Kleintierstall. Die sehen ja meistens so aus. Nur unsere Fußspuren, die bleiben hier. Die verschwinden normalerweise sonst immer, aber diesmal bleiben sie hier. Okay, da habe ich zu früh gelobt. Da habe ich etwas zu früh gelobt. Oh, die Musik. Gehört ihr dir? Ja. Aber heute frieren einem die Finger ab, habe ich gerade mit Spielen versucht. Willst du es versuchen? Nimm sie ruhig. Wir wissen ja, dass sie Gitarre spielen kann. Von damals noch. Als sie noch in dem Institut war. Danke. Wir haben genug. Los, sehen wir, wie es denn geht. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Da war ein Kerl mit einer Gitarre und... Ich spiele Gitarre und ich hab was gekriegt. Oh wow, das ist super. Das ist wirklich super. Das sah aus wie $20. Warte hier, ich hole uns Essen dafür. Eine der Scheine konnte man nicht richtig erkennen. $20 bedeuten halt für solche Leute ein richtiges Festessen. Was
Oh, die. Ich bin dran. Haut ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Lass laufen, ey. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Miststücken tun. Chat. Helfen. Fuck! Das Miststück ist krank! Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab! Hey. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber... aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wieder kommen. Okay. So, da war jetzt allerdings das Ladesymbol. Wir haben jetzt auch 22 Uhr und der Part geht jetzt bald schon... 38,5 Minuten. Man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ja, dann sehen wir beim nächsten Mal, wie es mit Jordi weitergeht. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Beyond Two Souls. Bis zum nächsten Mal. Ciao.